Ja, und das hat mich dann so weit aufgerieben, dass ich dann 1999 eben diesen Lungenriss hatte, der mir quasi die Luft zum Leben nahm. Das war für mich unglaublich wichtig. Denn damit bin ich unglaublich aufgewacht. Weil ich wusste, dass Leben ganz sicher jeden Moment stattfindet, aber auch jeden Moment beendet sein kann. Und nachdem ich ein artiger Schüler sein wollte, habe ich mir angeschaut, was wird von mir verlangt. A, von mir wird verlangt, dass ich gute Noten habe. Wenn ich gute Noten habe, dann bekomme ich Applaus, sowohl von den Lehrern als auch von den Eltern. Und dann geht es mir gut. Ich musste von mir selber zugeben, ich verstehe es einfach nicht. Und es hat mich fertig gemacht. Und meine Eltern haben mir versucht, Mathematik, Physik und Chemie über Nachhilfe nahezubringen. Und es wurde so viel Geld investiert und so viel Geld investiert. Und es hat alles nichts geholfen. Ich habe es nicht verstanden. Und aus diesem Nichtverstehen heraus habe ich immer weniger gegessen. Ich bin mit diesem Zwiespalt nicht klar gekommen, dass ich ja etwas sollte, was ich nicht konnte. Jetzt im Berufsleben hatte ich das Gefühl, Leistung allein war gar nicht mehr wichtig. Jetzt musstest du auch noch gut darin sein, andere zu manipulieren. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch über das Thema Beruf, Berufung und Bestimmung. Ich möchte das zu Beginn in einen etwas größeren Kontext stellen, einen Zusammenhang, der generationsübergreifend ist. Denn das Anliegen dieser Thematik, was ich mit dieser Thematik verbinde, ist, dass Generationen die Möglichkeit haben, aneinander anzuknüpfen. Manche Fehler gibt es, die muss man selber machen, so wie jeder einmal die Erfahrung mit Hitze und Kälte machen muss, um festzustellen, dass man das mit einem menschlichen Körper nur bis zu einem gewissen Grade aushalten kann. Andere Erfahrungen gibt es, an die man anknüpfen kann, die man also nicht unbedingt wiederholen muss. Und dazu gehört, wenn ich jetzt das Beispiel meiner eigenen Lebensgeschichte nehme, dass ich für mich schon durchaus rückblickend die Feststellung machen kann, dass mein Studium der Medizin wichtig und wesentlich war, um hinter die Kulissen zu schauen und Erfahrungen zu machen, die das System für mich aufgebrochen haben. Also mir gezeigt haben, dass Medizin, das Verständnis von Krankheit und Gesundheit im heutigen Sinne keineswegs die Wirklichkeit abbildet. Und so bin ich aus der Medizin am Ende komplett herausgewachsen. Daran kann nun jemand anknüpfen, so wie ihn dieses Thema interessiert. Doch Medizin ist heute nicht unser Thema, sondern heute wollen wir uns befassen mit einer Verbindung zwischen Mensch und Tier. Und ich habe heute als Gast im Studio eine ganz faszinierende und spannende Frau, die in ihrem Leben sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass sie immer etwas unternommen hat und immer weitergegangen ist und auch durch schwierige Phasen und so wie wir es vielleicht auch gemeinsam kurz berühren werden, auch eine gesundheitliche Krise begonnen hat, sich wirklich mit den wesentlichen Dingen des Lebens in Verbindung mit Tieren, in diesem Fall mit Pferden, zu befassen. Daraus, liebe Isabella, herzlich willkommen, ist ja eine große Geschichte geworden. Du hast, und das ist das, was mir als erstes dazu einfällt, mir geschrieben, dass du heute mit knapp so und so vielen Jahren, soll ich sagen? Viele Jahre, wenn du magst, knapp 58. Mit knapp 58 dort angekommen bist, wo mit 30 eine Vision dich gepackt und nach sicherlich mit vielen Kurven und Schleifen, über die wir hoffentlich in der gebotenen Klarheit sprechen können, den Weg tatsächlich dorthin gefunden hast. Und heute korrigier mich bitte, wenn ich da irgendetwas vergesse oder falsch sage, das
größte deutsche Ausbildungszentrum für Pferd und Reiter. Zugleich hast auf der Basis der alten Künste, ich bin ja nicht so wirklich sattelfest, was Pferde betrifft, wir haben zwar schon öfter Pferde auf den Füßen gestanden, aber ich bin dadurch ja nicht sachkundig. Und dass du darauf aufbauend auch in Kooperation oder in Zusammenwirken mit zum Beispiel der Wiener Hofreitschule und mit weltbekannten Reitern eine Möglichkeit erschlossen hast, in der Menschen die Möglichkeit haben, in Verbindung mit Pferden, ohne der direkten Absicht, sich selbst und dem Leben zu begegnen, das aber genau erfahren. Also nicht einfach kommen, um reiten zu lernen, sondern etwas viel, viel Tieferes zu erfahren. Möchtest du da noch was ergänzen? Aber ja. Beginnen möchte ich bei deiner Frühgeschichte, denn das... Ich muss nur was korrigieren, weil dadurch, dass wir uns ja hier in der Öffentlichkeit bewegen mit unserem Wohnzimmer, kann ich nicht stehen lassen, dass ich mit der Wiener Hofreitschule kooperieren würde, denn das Gegenteil wäre der Fall. Mhm. Ja, also das müssen wir einfach korrigieren. Mhm. Ja? Also die gehen einen völlig anderen Weg? Die gehen einen völlig anderen Weg. Mhm. Es ist schade, dass sie einen anderen Weg gehen. Mhm. Würden sie nicht diesen anderen Weg gehen, bräuchte es mich mit meinem Konzept dieser Schule Escola de Equitação nicht. Gut, also da habe ich dann ein Fettnäpfchen erwischt. Ja, so ist das Leben. Ja, so ist das mit der Ahnungslosigkeit. Nun gut, also dann haben wir das gestrichen. Aber was du heute in Bewegung gesetzt hast, so wertvoll, so mitteilenswert macht, ist vor allen Dingen auch der Hintergrund deiner Geschichte. Denn du bist ja nicht losgestürzt im Leben aus der Schule heraus und hast dich über Pferde hergemacht und hast dann jahrzehntelang diesen Weg verfolgt, angesogen durch das Thema an sich, sondern es hat ja völlig anders begonnen. Und vielleicht magst du dazu einmal etwas sagen, vielleicht sogar noch ein bisschen zurück, bevor du bei deinen Eltern in diese Sekretariatsaufgaben eingestiegen bist. Wie war denn das in der Schule? Was hat dich dann dort bewegt und fasziniert? Also, oder gab es da überhaupt nicht? Ich war im Gegensatz zu meinem heutigen Sein in der Schule ein sehr zurückhaltender Mensch. Ich habe mir einfach angeschaut, in was ich da geworfen worden bin. Und ich habe gefolgt. Mhm. Sprich, wenn ich schon etwas machte, habe ich es von klein auf, das zieht sich bis heute durch, immer richtig gemacht. Also wenn ich irgendwo bin, dann bin ich da. Und nachdem ich ein artiger Schüler sein wollte, habe ich mir angeschaut, was wird von mir verlangt. Von mir wird verlangt, dass ich gute Noten habe. Wenn ich gute Noten habe, dann bekomme ich Applaus, sowohl von den Lehrern als auch von den Eltern. Und dann geht es mir gut. Dann gehe ich dafür. Dann wollte ich gut sein. Und ich habe alles gegeben, um gut zu sein. Und mich da im Laufe der Zeit, ich habe das Gymnasium bis zur 10., 11. Klasse besucht, selbst komplett verloren. Sprich, in meinem ganzen Gutsein habe ich mich so sehr vergessen, dass ich in der Magersucht gelandet bin. Mhm. Und aus dieser Magersucht heraus meine Mutter gebeten habe, mit dieser Schule aufhören zu dürfen. Ja? Ich habe bis zum Schluss alles, wirklich alles gegeben, um gut zu sein. Aber ich habe gemerkt, dass Mathematik, Physik und Chemie mich killen würden. Denn ich musste von mir selber zugeben, ich verstehe es einfach nicht. Und es hat mich fertig gemacht. Und meine Eltern haben mir versucht, Mathematik, Physik und Chemie über Nachhilfe nahezubringen. Und es wurde so viel Geld investiert und so viel Geld investiert. Und es hat alles nichts geholfen. Ich habe es nicht verstanden. Und aus diesem Nichtverstehen heraus habe ich immer weniger gegessen. Ich bin mit diesem Zwiespalt nicht klargekommen, dass ich ja etwas sollte, was ich nicht konnte. Das ist ja eine Tragik des Bildungssystems, dass er praktisch jeden mit dem Gefühl des Versagers oder potenziellen Versagers ausspuckt. Das ist etwas, was ich praktisch ausnahmslos bei den Menschen, das ist ja etwas, was ich in den Kursen provoziere, feststelle,
die Versagensangst, selbst bei jemandem, der oberflächlich glatt mit besten Noten durch die Schule gegangen ist, ist immer in der Tiefe da. Und wenn es nicht passiert ist, so wie du es gerade beschreibst, dann ist die Angst da, dass es passieren könnte, weil jeder merkt, dass er irgendwo an Grenzen stößt, die er nicht überschreiten kann, weil sie den Talenten nicht entsprechen. Genau, ja. Aber so weit war ich da ja noch nicht. Mhm. Aber meine Mutter, ich hatte insofern eine tolle Mutter, die hat das schon verstanden, dass es mir jetzt gerade nicht gut geht. Und sie hat mich einfach nur gefragt, ja, was willst du denn dann? Und dann war das Nächstliegende, dass ja irgendwann das elterliche Geschäft vor der Türe stand und zu übernehmen war. Also, und was brauche ich dafür? Eine kaufmännische Ausbildung. Dann brauche ich ja kein Abitur. Dann brauche ich ja nicht studieren. Dann brauche ich ja all das nicht. Und die mittlere Reife hatte ich schon automatisch, dadurch, dass ich glaube, in der 11. Klasse ja schon war. Also insofern ging ich dann nochmal in eine kaufmännische Schule, das wollte ich. Und meine Mutter hat gesagt, dann gehst du jetzt in die Schule, in die ich auch gegangen bin. Und dann dachte ich mir, na, dann mache ich das jetzt, das fühlt sich gut an. Und dann war ich da Klassenbeste. Mhm. Hurra! Ja, hurra! Hurra! Und ich habe mich aber gleichzeitig immer gefragt, warum will man denn eigentlich so gut sein? Wem will man denn da genügen? Also ich habe sehr wohl schon in dem Alter von 18 Jahren mich gefragt, was da eigentlich so läuft. Ja, also diese eine Schule, die hat mich fertig gemacht, beinahe das Leben gekostet. In der anderen Schule habe ich aber auch nicht aufgehört, mit meinem Ehrgeiz aufzuhören. Das heißt, irgendwas hat mich ja getrieben, weiter angetrieben, gut zu sein. Aber gut. Damals waren die Männer interessant, damals war die Liebe interessant und all das. Und ich habe mich dann nur partiell weiter damit beschäftigt, aber schon immer wieder. Weil ich neben dem, dass ich ein lebenslustiger Mensch war, aber auch immer ein tiefgründiger Mensch war. Ja, soll ich da jetzt weitermachen? Du sagst, war? Doch, natürlich bin ich tiefgründiger denn je, ganz sicher, und lebenslustiger auch denn je, aber auf eine andere Art und Weise, ja, auf eine gereifte Art und Weise. Soll ich weitermachen oder fragst du mich? Also ich gebe nur mal wieder, um sicher zu sein, dass ich es verstanden habe. Die Schule war also im Wesentlichen von Funktionieren geprägt und von der Verzweiflung, an bestimmte Grenzen zu stoßen. Ja, dem kann ich mich für mich, könnten wir schon einen Verein aufmachen, nur anschließen. Ja. Ich habe bestenfalls so den opportunistischen Mitläufer gespielt. In der Tiefe war vielleicht dieses Ahnen da, so wie du es gerade auch beschrieben hattest, dass da irgendwas vielleicht nicht stimmt, aber ich hätte es nicht benennen können. Ja, aber ich bewundere so Leute wie dich unglaublich, weil du hast es geschafft. Schau mal, du hast ein Abitur geschafft. Wahnsinn. Du hast ein Medizinstudium geschafft. Das ist ja unglaublich. Für mich ist sowas von unwahrscheinlich weit weg. Galaxien stehen da für mich dazwischen. Wahnsinn. Du hast es geschafft. Trotzdem. Jetzt müsste ich fast erröten, aber wenn du nur einen Monat lang Medizin studieren wüsstest, dann wüsstest du, dass es nur darum geht, irgendwelche doofen Fragen für die Prüfung. Was dazwischen passiert, interessiert ja keinen. Irgendwelche Prüfungsfragen auswendig zu lernen, um zu wissen, wo ein Kreuzchen zu machen ist. Hätte man mich, so wie es in der Schule war, geprüft in Physik, in Chemie, also in den klassischen Wissenschaften, in den ersten Semestern, ich wäre gnadenlos durchgefallen, wie wahrscheinlich die meisten anderen, nicht mehr wahrscheinlich, mit Gewissheit auch. Denn welches Verstehen entsteht daraus, dass man Fragen auswendig lernt und die dazugehörigen Antworten? Ja, vor allem, welche Glückseligkeit entsteht daraus? Also mir ist sehr, sehr schnell bewusst geworden, damals, nachdem ich ja dieses Gymnasium verlassen hatte, dass viele der damaligen Schulkollegen unwahrscheinlich unglücklich waren, obwohl sie funktioniert haben, bestens funktioniert haben. Und das ist vielleicht sogar die Ausgangssituation jedes Menschen und auch für mich ein Antrieb. Natürlich sind es immer erstmal eigene Interessen, aus diesem Unglücklichsein herauszuwachsen. Aber genau das, was du sagst, das Unglücklichsein und gleichzeitig oberflächlich gesehen zu funktionieren, das tun zu können, was verlangt wird, aber in der Tiefe nagt es. Genau, in der Tiefe ein nagt es. Ein antreibender Mangel. Gut, das ist deine Aufgabe, das zu analysieren. Ja, machen wir aber nicht. Nicht jetzt. Also so
ist die Schule, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, nicht? Ja. Und dann bist du in den elterlichen Betrieb gegangen. Noch nicht. Ich wollte ja dann auch was lernen, also was Gescheites lernen. Und, Schublade auf, Isabella rein, Schublade zu. Ja. Eine gescheite Grundlage. Eine gescheite Grundlage. Jetzt hatte ich ja meine kaufmännische Schule hinter mir und jetzt wollte ich mich als Sekretärin verdingen, als Chefsekretärin irgendwann mal. Denn ich wollte ja den gesamten Bürobereich bei uns in der Firma übernehmen. Also wollte ich das erst außerhalb lernen, bevor ich es dann innerhalb tue. Und und deshalb habe ich mich bei einer Bank beworben als erstmal Anfangssekretärin nach der Schule und wurde da mit Kusshand auch genommen und habe mir jetzt dieses Spiel im Berufsleben angeschaut. Irgendwie was in mir hat mir gesagt, ich darf das alles nicht so ernst nehmen. Irgendwas in mir hat mir gesagt, schaust dir jetzt einfach an, was läuft in dieser Gesellschaft im Berufsleben. Und dann war ich in dieser Bank, einer ganz angesehenen Bank, lange Zeit und fand es auch sehr spannend, was dort für menschliche Themen ablaufen. Weil im Prinzip habe ich das Gefühl gehabt, geht es gar nicht so sehr um Leistung in diesem Berufsleben. Da ging es gar nicht so sehr um Leistung, sondern da geht es mehr darum, wer kann wen besser austricksen. Also da wurden so andere Spiele gespielt. Das war ja in der Schule nicht so. Da ging es nicht ums Austricksen, denn da gab es ja immerhin reelle Noten, die man sich erreichen konnte. Und da konnte einen keiner so leicht austricksen. Jetzt im Berufsleben hatte ich das Gefühl, Leistung allein war gar nicht mehr wichtig. Jetzt musstest du auch noch gut darin sein, andere zu manipulieren. Ja, und das fand ich spannend und dachte mir, da will ich gar nicht so lange bleiben in dieser Bank. Wie schaut's denn in einer anderen Branche aus? Und habe dann ein Branchenhopping gemacht. Es war mir vollständig egal, habe ich mir gesagt, was jetzt in meinem Lebenslauf stehen würde. Denn früher oder später würde ich ja ohnehin im elterlichen Betrieb landen. Also egal, wie dieser Lebenslauf aussieht. Und so habe ich also alle 6 Monate habe ich die Firmen gewechselt. Einfach so, wie die Unterwäsche. Das hat mir jetzt Spaß gemacht. Ich konnte dieses ganze System plötzlich überhaupt nicht ernst nehmen. Mhm. Und ich fand es wahnsinnig spannend, was ich da alles festgestellt habe. Ich habe mich überhaupt nicht mehr aufgerieben übrigens. Ich habe schon immer mein Bestes gegeben. Ich wollte dem Arbeitgeber schon für das Geld, das er mir gibt, eine Leistung geben. Ja, das wollte ich. Ich habe auch nicht krank gefeiert oder so irgendwas. Da gab es überhaupt keinen Grund dafür. Denn mir hat grundsätzlich Spaß gemacht, was ich getan habe. Ich blieb immer so lange in einer Firma, solange es mir Spaß gemacht hat. Mhm. Ja, das habe ich so richtig zelebriert für mich. Und irgendwann kam der Anruf meiner Mutter, dass mein Vater gestorben ist und ich wurde in die Firma geordert. Waren die Erfahrungen in den verschiedenen Firmen immer ungefähr gleich? Also manipulieren, intrigieren, Strategie? Ungefähr gleich. Strategie. Ich wusste, dass ich als Frau alles erreichen konnte über das Frausein. Mhm. Eine wahnsinnig spannende Erfahrung. Mhm. Natürlich konnten das manche Frauen nicht so leicht, wenn sie mit ihrer Weiblichkeit nicht so überzeugen konnten oder wollten. Da mussten sie sich anders anstrengen. Mhm. Aber diese Spiele, diese Mann-Frau-Spiele, wie unglaublich entscheidend die im Berufsleben sind, ja, war eine spannende Erfahrung. Ich kann das gut nachempfinden, ohne dass jetzt beide Geschlechter im Spiel sind. Als etwas begriffsstutzigerer Mensch war ich ja 14 Jahre fast beim Militär und habe nach und nach entdecken müssen, dass es tatsächlich nicht um die Leistung geht, die die natürliche Hierarchie erzeugt, sondern dass es eben diese politisierenden Spielchen sind. Und dass diejenigen, die gut sind, gar keine Zeit haben zu politisieren und deswegen in der Hierarchie, in der menschlichen Hierarchie der modernen Gesellschaft unten zu finden sind. Du willst das Thema dieses Videos vertiefen und sofort anwenden? In diesem Falle klicke unten in der Infobox auf den Link. Du wirst brandaktuelle Zusammenhänge kennenlernen, die vor langer Zeit in Vergessenheit gerieten. Über die Eintragung in den kostenlosen Interessentenverteiler erhältst du Zugang zu diesen Informationen. Spannend. Ja. So
So, und dann ging die Reise weiter in den elterlichen Betrieb. Genau, dann war ich also im elterlichen Betrieb und da ging es ja nicht um Spielchen spielen, sondern da ging es jetzt darum, wieder Leistung zu bringen. Mhm. Dem Vater zu genügen, der ja nicht mehr lebte und der immer von seiner Tochter gesagt hat, du bist nicht mehr meine Tochter, weil du diese Schule nicht beendet hast. Also er hat mir das nie verziehen, dass ich das Gymnasium nicht abgeschlossen habe und studiert habe. Meine Mutter war diejenige, meine Eltern waren geschieden und meine Mutter war diejenige, die mich gelassen hat und mein Vater hat mir das nie verziehen. Der hat nicht mehr mit mir gesprochen, nachdem ich das Gymnasium sozusagen geschmissen habe. Also die Beziehung war damit beendet? War beendet. Die Beziehung war beendet. Jetzt aber in diesem elterlichen Betrieb zurückgekehrt, habe ich quasi umso mehr den Druck in mir verspürt, gut sein zu müssen. Denn dieses Väterliche war ja immer noch da. Dieses väterliche Gestraftsein. Ich war jetzt nicht mehr von den Lehrern gestraft, jetzt war ich von der eigenen Familie gestraft. Mhm. Also wieder ein Druck. Aber ich war ja ein bisschen weiter, ein bisschen reifer, ein bisschen, ich habe ja zwischenzeit eine gute Zeit gehabt in den Unternehmen außerhalb. Also es hat mich jetzt nicht mehr so sehr runtergezogen. Mhm. Und ich habe jetzt versucht, in diesem Unternehmen, das ist die Juweliersbranche gewesen, ich selber habe mit Uhren und Schmuck herzlich wenig am Hut. Als Frau ungewöhnlich, aber herzlich wenig am Hut. Für mich war es sehr schwer, teure Uhren und teuren Schmuck zu verkaufen. Denn ich kann nur gut verkaufen, wohinter ich stehe. Das heißt, ich habe geübt, in meinem eigenen Betrieb etwas zu tun, gut zu tun, um dem Vater zu genügen, obwohl es eigentlich mir wieder nicht entsprach. Ich musste etwas verkaufen, wozu ich nicht stand. Das war dir da auch schon so bewusst klar, wie du es jetzt sagst? Ja, weil ich immer versucht habe, jetzt in dem Betrieb etwas zu tun, was mir aber entsprach. Mhm. Und zwar habe ich ein eigenes, Kunden-Celebrity aufgebaut. Das heißt, ich wollte jetzt etwas tun, damit es meinen Kunden bei uns in der Firma gut ging. Das war jetzt so das, was mir den Ausgleich geschaffen hat, zu dem, dass ich ja verkaufen musste. Mhm. Ja, jetzt wollte ich etwas tun, dass es den Menschen, denen ich ja für teures Geld etwas verkaufen musste, was ich gar nicht für richtig fand, ja, jetzt musste ich den Kunden ja wenigstens im Ausgleich was Gutes tun und ich habe für diese Leute tolle Konzertabende veranstaltet. Also meinen Kunden habe ich etwas gegeben, was mir gut tat und was ich dachte, müsste ihnen auch gut tun. Hat sich's für dich dann auch gut angefühlt? Ja, total. Ich musste das jetzt nur immer meiner Mutter verkaufen. Mhm. Denn meine Mutter, so sehr sie schon hinter mir stand, konnte jetzt damit auch nicht so leicht umgehen. Das hat ja einen Haufen Geld gekostet, den Kunden etwas Gutes zu tun, was wir uns ja eigentlich hätten sparen können, weil die haben ja so auch ihre Sachen gekauft. Mhm. Also ich war für mich immer in einer Zwickmühle. Meine Mutter, der ich eigentlich nicht wehtun wollte, weil meine Mutter mich eigentlich immer verstanden und unterstützt hat. Aber jetzt musste ich meiner Mutter genügen, meinem Vater genügen und selbst aber auch noch leben. Ja, und ich habe ein wahnsinnig extremes Gerechtigkeitsempfinden in mir. Gerechtigkeit dir gegenüber, aber auch mir gegenüber. Und ich möchte immer probieren, eine Balance zu finden für alles um mich herum. Das ist ganz, ganz wichtig in meinem Leben. Ja, und das hat mich dann so weit aufgerieben, dass ich dann 1999 eben diesen Lungenriss hatte, der mir quasi die Luft zum Leben nahm. Das war für mich unglaublich wichtig. Mhm. Denn damit bin ich unglaublich aufgewacht. Weil ich wusste, dass Leben ganz sicher jeden Moment stattfindet, aber auch jeden Moment beendet sein kann. Und deshalb habe ich von da an begonnen, auf mich zu hören, ausschließlich. Und meine erste Tat war, dieses Unternehmen Uhrensonntag zu verkaufen, um meinen Weg frei zu machen für mein Leben. Und von da an ging es bergauf. Mhm. Möchtest du mir eine Frage stellen, Uli, oder soll ich einfach weiterreden?
Ja, nicht zu hastig. Ich fand das jetzt sehr, sehr bewegend. Ja, es ist meine Emotion, die da drin ist. Ich kann über mein Leben sehr schwer unemotional reden. War das schon die Zeit der ersten verlegerischen, kleinen, zarten verlegerischen Aktivität? Ich erinnere mich an lachende Gesichter, an das Magazin. War das die Zeit? Hat alles Mögliche begonnen in dieser Zeit. Lachende Gesichter war ein Objekt. Danke, dass du mich erinnerst. Das habe ich komplett vergessen. Lachende Gesichter war tatsächlich ein Objekt. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatten wir uns auch kennengelernt. Ja, ich meine auch. Und danach kam dann irgendwann Isness. Und irgendwo dazwischen drin war dieser Lungenriss, ne? Kann das sein? Nein, der war schon vorher. Also das kann ich gar nicht mal richtig einsortieren. Mhm. Ja, Zeit. Was ist Zeit? Ja, es war wahrscheinlich alles gleichzeitig. Keine Uhr. Also wie auch immer. Ja. Und über dieses verlegerische Thema haben wir uns ja dann letztlich kennengelernt. Mhm. Und ich habe ja von dir den Wuwei Verlag übernehmen dürfen. Naja, sagen wir mal, das Gerüst dafür. Ja. Wichtig. Denn ich wollte mich ja, nachdem ich ja keine Verlegerin war, das nie gelernt hatte, jetzt nicht unnötig damit beschäftigen, wie mache ich einen Verlag. Und da hast du mir sehr geholfen, du hast mir das Gerüst gegeben. Und das Leben präsentiert einem ja glücklicherweise, wenn man hinschaut, immer Lösungen. Ja, wenn man die Geduld und Muße hat, ausreichend lange unter Vernachlässigung von Aktionismus auf den passenden Moment warten zu können. Ja, ja, also diese erste Wahl, da waren die lachenden Gesichter, ein interessantes Projekt, Menschen zu vernetzen, was ja ohnehin, so wie ich dich kennengelernt habe, ja eins deiner wesentlichen Anliegen auch ist. Ja, lachende Gesichter war für mich, in lachende Gesichter habe ich versucht, Menschen eine Plattform zu bieten, um sich mit ihren Talenten darzustellen. Denn in mir selber ist ja mehr und mehr die Kraft gewachsen, meine Talente zu leben, also zu erkunden und zu leben und in dieser Freude darüber. Und nachdem ja immer ein Magnetismus besteht zwischen dem, was man tut und dem, was dann kommt, kamen immer mehr Menschen auf mich zu, die auch ähnliche Geschichten hatten. Und ja, und so entstand in mir die Idee, wir machen eine Zeitung, die heißt Lachende Gesichter, weil es einfach Geschichten von Menschen sind, die ihre Talente leben. Und ich habe sogar versucht, dieses Magazin, das natürlich gar keine offizielle Nummer hatte und nichts, in Kiosken unterzubringen. Und ich bin tatsächlich losgelaufen mit meinen lachenden Gesichtern und bin einfach in München in Zeitschriftenläden reingegangen, habe gesagt, bitte, nehmen Sie mir doch meine Magazine hier in ihr Regal, das kostet sie auch nichts, ich gebe ihnen das auf Kommission und dann rechnen wir halt ab, wenn ich mal wieder vorbeischaue und so weiter und so fort. Ich habe alles getan, um meine lachenden Gesichter zu verbreiten. Das war für mich die größte Freude. Ja. Jetzt fasse ich mal bis dahin zusammen. Du hast die Schule abgebrochen, ja, dann hast du Unternehmen, Hopping gemacht, von einem zum nächsten gesprungen, hast interessante Erfahrungen gemacht, dann hast du, ohne es gelernt zu haben, die Führung des elterlichen Betriebes übernommen. Also im Grunde genommen bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und dann hast du die erste Zeitschrift mit den lachenden Gesichtern ausgebracht. Ebenfalls etwas, was du nicht gelernt hast, sondern du hast angefangen, die Dinge zu tun. Ja. Das halte ich für eine ganz, ganz entscheidende, wesentliche Zusammenfassung. Wie ging es dann weiter? Nachdem ja auch nicht nur das Thema menschliche Beziehungen, das Thema Menschsein, das Thema Gesundheit mich persönlich berührt hat, habe ich mir gedacht, also ich mache jetzt nicht nur kleine Magazine, sondern jetzt muss ich Bücher machen. Natürlich muss ich jetzt Bücher machen, denn mit Büchern kann ich den Menschen ja sagen, was für Fehler sie besser nicht machen sollten. Genau. Oder wie sie es aus meiner Sicht so machen sollten, damit es ihnen gleich besser geht und sie all die Fehler, die ich gemacht habe, nicht machen. Und so ist mir dann wieder ein anderer wichtiger Mensch über meinen Weg gelaufen und mit dem zusammen habe ich die Bücher Abenteuer Business, Abenteuer Beziehung und Abenteuer Leben gemacht.
Also meiner Meinung nach, wenn ich mir die Bücher heute anschaue, finde ich die immer noch unglaublich. Abenteuer Gesundheit gab es auch noch. Ah ja, das war dann später. Also ich habe insgesamt, ich habe insgesamt in meinem Verlag 100 Titel, genau 100 Titel gemacht, ohne jemals Verlagswesen gelernt zu haben. Also ich finde es immer noch unglaublich. Und das Allerschärfste dabei ist, ich habe ja mittlerweile meinen ganzen Verlag, also diesen Huawei-Verlag, verkauft. Und der Verlag, der den übernommen hat, schafft es nicht, das damit umzusetzen, was ich umgesetzt habe, obwohl das ein hochprofessioneller Verlag ist. Woran mag das wohl liegen? Das kann ich dir ganz klar sagen. Dieser Verlag funktioniert. Der hat Menschen drinnen, die funktionieren. Die machen Meetings, die diskutieren. Die diskutieren sich zu Tode. Die diskutieren jeden Spirit und jeden Titel zu Tode. Anstattdessen könnten sie rausgehen und mit Herzblut die Bücher verkaufen. Machen sie aber nicht. Sie diskutieren, was sie alles anders machen könnten, um es besser zu machen, und das funktioniert nicht. Ja, das Herz ist weggegangen. Genau. Ja, also nicht, dass ich mich darüber freuen würde, wirklich nicht. Ich fände es schöner, meinen Verlag in Händen zu wissen, wo er auch heute noch weiter blühen und gedeihen könnte. Ich fände es schöner. Aber gut, ist halt nicht so. Das Thema des Verlags ist zu Ende, obwohl nicht ganz. Ich werde übrigens in einem Jahr wieder ein neues Buch herausgeben. Das musste jetzt nochmal so sein, aber es ist dann wirklich das allerletzte, das ist das 101. Tatsächlich das 101? Ja. Weißt du jetzt schon, wie es heißen wird? Ja, vertikal. Vertikal? Ja, gut. Dreht sich um Pferde, lass mich raten. Ja, ja. Aber auch ums Leben, weil das Leben ist vertikal. Es geht in Richtung Ewigkeit. Und darum geht es auch beim Reiten. Spannend. Ja. Gut, aber jetzt haben wir die Chronologie verlassen. Wir sollten noch wo steigen wir noch mal ein? Also mit dem Verkauf des Verlages. Du bleibst als Herz des Geschehens zurück. Ja. Das Befeuernde ist ausgestiegen, der Rest wurde verkauft. Ja. Ja. Hier hast du einen Körper, das Herz behalte ich. Ja. Ja. Aber ich habe alles getan, um mein Herz zu teilen. Also ich habe mich fast prostituiert. Denn ich habe zu diesem anderen Verlag gesagt, passt auf, Freunde, damit dieses Ding hier wirklich mit Passion und Leidenschaft weiterleben kann. Ich komme alle 2 Monate zu euch. Ich mache mit eurem Team alles, um das Feuer weiter am Brennen zu halten. Ich hätte noch nicht mal was dafür verlangt. Man wollte mein Feuer nicht. Man wollte lieber in alten Strukturen weiter dümpeln. Vielleicht letzte Frage dazu. Warum hast du ihn überhaupt verkauft? Weil ich selber immer nur so viel in meinem Unternehmen tun möchte, wie ich selbst bewältigen kann. Ich möchte nicht einmal in die Grube steigen und Milliarden hinterlassen oder Millionen hinterlassen oder ein Riesenunternehmen hinterlassen, von dem ich gar nicht weiß, wie es je funktioniert hat. Ich möchte einfach nur hinterlassen, was durch mich selbst geschaffen wurde. Nichts anderes. Und ich selbst kann nicht Verleger, Pferdehofbetreiber, Veranstalter von Seminaren und noch 1000 Geschichten sein. Das kann ich nicht. Und das will ich, je älter ich werde, immer weniger. Ich will immer mit Herzblut das tun, was ich gerade tue. Und ich habe festgestellt, dass ich nicht Gesundheitsbücher, Pferdebücher und eben jetzt diese neue Reitanlage und meine ganzen Veranstaltungen on top alles zusammen machen kann. Deshalb habe ich mich verabschiedet von dem, man sich verabschieden muss. So wie in den Jahreszeiten die Blätter fallen. So viel halt jetzt auch dieser Verlag. Aber das heißt ja, das ist ja nichts Schlimmes. Keineswegs. Nichts Schlimmes. Es war durchlitten, durchlebt. Genau, es war durchlitten, Lieblingsspeise, Verlagswesen erledigt. Ganz genau. Es ist ein bisschen was übrig geblieben. Ich habe noch immer ein Magazin, ein Pferdemagazin, und schwuppdiwupp, dieses Pferdemagazin habe ich übrigens dann nochmal mit neuem Leben befeuert, weil ja
das Alte, was weggehen musste, wofür es Herbst geworden ist, ja. Nachdem das also weggehen konnte, hat dieses Magazin, das letzte, was jetzt übrig geblieben ist, nochmal neues Feuer bekommen und schwuppdiwupp, es brennt. Mhm. Wahnsinn. In einer Zeit, in der Zeitschriften rückläufig sind, man sagt, Zeitschriften sind rückläufig. Dafür ist überhaupt kein Markt mehr vorhanden, sagt man mir. Mhm. Ich höre das aber nicht. Und meine Zeitschrift läuft. Mhm. Die läuft wie wild. Mhm. Ich habe sogar eine neue Zeitschrift noch gemacht für Jugendliche. Also dasselbe System für die Erwachsenen läuft jetzt für Jugendliche. Und jeder hat gesagt, das geht in dieser heutigen Zeit überhaupt nicht. Da geht alles nur noch übers Internet und über diese Kindle-Dinger und so weiter und so fort. Ich glaube das nicht. Ich finde, junge Menschen brauchen immer noch was in der Hand. Was vernünftig ist, was lebt, in der Hand. Und der Wahnsinn, diese Zeitschrift läuft auch wie wild. Und keiner versteht's und keiner glaubt's. Aber ist ja auch egal. Es läuft halt einfach. Es ist egal oder sprachlich korrekt gleichgültig. Ja. Du brennst dafür, das ist eindeutig zu erkennen. Ja. Und dann trifft's irgendeinen Punkt und dann geht es, fertig. Ja, ja, ja. Die Abozahlen schießen in die Höhe, aber keiner versteht warum. Mhm. Ja. Aber ich habe es ja nie gemacht, um Abozahlen zu generieren. Vielleicht ist das der Punkt. Ich habe noch nie etwas gemacht, um zu. Nie. Ich habe es einfach immer nur gemacht, weil ich gefühlt habe, ab dem Zeitpunkt, wo mir die Luft ausgegangen ist, habe ich nur noch Dinge gemacht, wo ich gefühlt habe, ich muss sie tun, weil das mein Leben ist. Weil ich das bin. So ging die Reise dann weiter vom Verlag über Pferde. Piaf ist ja jetzt das gegen den Strom wachsende Pferdemagazin, das Piaf, von der genau, es gibt Piaf von Piafino. Und das Schlimmste, was man heutzutage machen kann, also was einen richtig in den Ruin treiben kann, sagt man, ist ein Pferdehof neu eröffnen. Weil das kannst du dir in dieser Zeit nicht mehr leisten. Wenn du ein großes Vermögen klein machen willst, dann mach irgendwas mit Pferden. So, das geht dann auch bei mir da rein und da raus. Das höre ich einfach nicht. Weil wenn die ohne jede Vorbereitung und Ausbildung. Ohne jede Vorbereitung und Ausbildung, also wirklich ohne jedeste. Ja? Also ich bin ja weder Verleger noch Pferdewirt. Ich bin halt einfach nur Isabella Sonntag. Ja, habe ich jetzt seit 26. September 2015 den Hof Olivera Stables in 86875 Wahl. In Oberbayern. In Oberbayern, genau. Und dort findet man etwas, was man auf der ganzen Welt nicht findet. Sieh da. Man findet Pferde, auf denen man wirklich erfahren kann, was Reiten bedeutet. Ja? Wo jeder Endverbraucher die Möglichkeit hat, das einmal zu spüren. Wie würdest du das für jemanden, der so völlig ahnungslos ist, was Pferde betrifft? Also ich bin, wie gesagt, ein paar Mal von Pferden getreten worden oder sie standen auf meinen Füßen rum. Ich hing auch schon mal bei einem Ausritt eine Weile seitlich, unfreiwillig. Indianer machen das ja absichtlich, wie ich zumindest mal den Cowboy-Film entnehmen konnte. Aber ansonsten bin ich völlig ahnungslos. Wie würdest du für jemanden, der von Pferden keine Ahnung hat, diese Erfahrung beschreiben, die dort möglich ist? Die Erfahrung, die dort möglich ist. Also, Pferde sind die einzigen Wesen, auf die wir uns wirklich setzen können und eine Verbindung eingehen, und das seit Jahrtausenden. Jetzt gibt es hier an diesem Fleck die Möglichkeit zu spüren, was es bedeutet, wenn früher in höfischer Kultur ein König sich auf seinem stolzen Hengst präsentiert hat. Ich meine, das ist ja für jeden eingängig, der solche Bilder aus alten Büchern sieht. Es muss ein erhabenes Gefühl sein, auf so einem Pferd zu sitzen. Heutzutage kannst du das nicht mehr erleben, weil du Reitschulen hast, in denen bestenfalls die Pferde Sklaven sind. Und wie können dich Sklaven zu einem erhabenen Gefühl bringen? Unsere Pferde leben genauso, wie ich lebe, nämlich mit Feuer. Ja? Und die werden so ausgebildet, dass sie einen Menschen in aller Leichtigkeit tragen können. Das ist nicht etwas, was neu erfunden ist, sondern es ist altes Wissen, das wir hier vollständig vergessen haben. Und dieses alte Wissen wird hier neu aufleben gelassen. Also der Mensch
erlebt sich in seiner Verbindung mit einem anderen Lebewesen, in dem Fall dem Pferd. Genau. Und um diese Verbindung und Beziehung dreht sich das, was du tust. Genau. Einzig. Und daraus entsteht jetzt etwas, was ich mir vorher nie habe träumen lassen. Noch viel mehr, als in meinen kühnsten Träumen je möglich gewesen wäre. Weil jetzt findet nicht nur Menschsein hier statt, sondern hier findet die Verbindung, die komplette Verbindung mit der Natur statt. Die Natur, hier repräsentiert durch das Pferd, und der Mensch zusammen ergeben ein neues Ganzes. Und das zu erfahren, ist die tiefste Erfahrung, die ein Mensch machen kann. Neben einer guten Beziehung zwischen Mann und Frau. Ja, ja, das ist so. Es ist unglaublich. Und all die Menschen, die diese Erfahrung erstmals machen, erfahren sich dabei neu. Also, was wir hier geschaffen haben, ist, also das hätte man sich nie ausdenken können. Das ist einfach passiert. Durch all die Bausteine, die passiert sind. Wenn ich die Geschichte jetzt erzählen wollte, dann würden wir hier noch lange sitzen. Aber das kann ja jeder erfahren, der mit mir Kontakt aufnehmen möchte. Das muss man jetzt hier nicht tiefer treten. Selbst schon die Bausteine, die du angefangen von der Schule mit der Magersucht, über die Stationen, die wir jetzt durchgegangen sind, angesprochen hast, ist ja schon erkennbar, wie es von dem oberflächlichen Leisten immer mehr in die Tiefe ging mit dieser Krisenerfahrung des Lungenrisses und dann dem Umschwung, dich tatsächlich dem Leben zuzuwenden. Und jetzt erfahre ich Leben, Uli, ich kann dir sagen, jetzt erfahre ich Leben wie nie in meinem Leben und wie ich nie gedacht hätte, dass man Leben erfahren kann. Mhm. Ja, also ich bin einfach nur zutiefst berührt von meinem Leben. Und ich bin nicht mehr abhängig, schon lange nicht mehr, aber überhaupt nicht mehr. Also ich bin nicht mehr erschütterbar. Das traue ich mir zu sagen. Ich bin berührbar. Ich bin zutiefst berührbar, aber nicht mehr erschütterbar. Von all dem, was im Moment in der Welt passiert, ich bin berührbar, aber nicht erschütterbar. Würdest du sagen, dass du, nachdem es mit 30 Jahren eine Idee, flüchtige Idee, vielleicht eine Vision war, heute mit dem, was du tust, angekommen bist? Also was manchmal witzig ist, ist, wenn ich mich zurückerinnere, habe ich mit ungefähr 30 gesagt, es wäre unglaublich schön, mit vielen Menschen und vielen Tieren etwas sehr Berührendes zu tun. Daran erinnere ich mich. Aber ich hätte natürlich nie gedacht, dass es tatsächlich auch irgendwann so werden würde. Und ich habe das nur, glaube ich, in mir immer mitgetragen, weil ich vielleicht schon vorher wusste, nachdem es ja keine Zeit gibt, was irgendwann mal sein wird. Ja? Aber ich bin nicht einem Ziel gefolgt. Ich habe nie in meinem Leben ein Ziel gehabt. Wirklich nicht. Sondern ich habe immer nur gespürt, was jetzt gerade sein soll oder muss. Aber einem Ziel bin ich wirklich nie gefolgt. Also beschäftigt es dich jetzt auch nicht, wohin die Reise weitergeht, sondern du bist ganz gefangen, im positiven, besten Sinne gebunden in dem, was du tust. Ja. So, wieder einmal so, etwas, was du nicht so, gelernt hast. So würde ich sagen. Und du warst dabei übrigens ein sehr, sehr wichtiger Begleiter, Uli. Das muss ja auch mal gesagt werden. Denn deine Inspiration, die du leistest, die geht ja nicht an mir vorbei. Ja? Das freut mich sehr zu hören. Uli, das weißt du. Du bist, ich kann man eigentlich gar nicht beschreiben, du bist unfassbar inspirierend und du hast mich auf meinem Weg, seitdem ich dich kenne, immer bestärkt, ohne es vielleicht zu wissen. Aber ich habe dir viele Fragen gestellt und du hast sie mir immer unglaublich klar und präzise beantwortet, ohne irgendetwas schön zu reden oder ohne dabei gut dazustehen. Und du hast dich immer in aller Klarheit und Offenheit gezeigt. Du hast nie eine Maske getragen. Du warst immer so offen und ehrlich, wie du in jedem Moment sein konntest. Und zeig mir mal den Menschen da draußen,
den es da gibt, der sich hinsetzt und sagt, ich bin, der ich bin. Ja, und du bist unfassbar wichtig in dieser Zeit für diese Menschen. Unfassbar. Und du hast mir wahnsinnig geholfen, zu dem zu werden, was ich heute bin. Ja, weil du mir immer Rückendeckung gegeben hast, ohne es zu wissen. Mit deinem Wissen und deinem Sein. Ja, Dankeschön. Das ist etwas, was mich sehr erfreut, was mir so gar nicht bewusst war. Ja, es ist uns meistens selbst nicht bewusst, was wir für andere sind, wenn wir authentisch sind. Mhm. Das Wichtigste ist, authentisch zu sein und sich eben nicht verbiegen zu lassen, das irgendwann zu erkennen. Und dafür hast du ja eine unglaublich, auch wenn das ja jetzt nur Episoden aus deinem Leben waren, eine unglaublich intensive Geschichte zu berichten gehabt. Und es freut mich einmal mehr, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast, herzukommen. Und vielleicht, obwohl ich vermute, dass es da gar nichts zu ergänzen gibt, vielleicht magst du eine Inspiration an diejenigen formulieren, die einen Weg in dem Fall in der Begegnung mit Tier, Mensch, Natur, in der Beziehung jetzt gehen wollen, den du gegangen bist mit vielen Schleifen, Schwierigkeiten, Umwegen. Wie würdest du jemanden, der sagt, das möchte ich auch tun, inspirieren, eine Anregung geben, um an das anzuknüpfen, was du in dieser intensiven Weise hier in der Kürze der Zeit berichtet hast? Also aus meiner Sicht ist, glaube ich, nur eins unglaublich wichtig. Man muss den Zugang finden zu seinem allerinnersten Stimmchen da drin. Man muss das Türchen öffnen zu sich selbst. Da können Tiere unglaublich helfen. Da helfen auf keinen Fall Menschen mit ihren Ratschlägen. Menschen, die einem etwas raten wollen, um die sollte man unglaublich große Bögen machen. Freunde sind nur dann Freunde, habe ich das Gefühl, oder gute Berater, wenn sie gefragt werden, antworten. Auf keinen Fall vorher. Das heißt, wichtig ist, glaube ich, ganz nah bei sich selbst zu sein, auf sich selbst zu vertrauen, die Kraft zu haben, in eine eigene Stille zu gehen, nicht abhängig zu sein von Meinungen anderer, lieber niemanden fragen, lieber sich selber fragen. In die Natur gehen, mit der Natur Verbindung aufnehmen, einen Baum umarmen, ein Tier streicheln, aber alleine bleiben dabei. Nicht so viel Blabla, wenig SMS, wenig Internet, wenig E-Mails. Versuchen, in die Musik einzutauchen, klassische Musik zu hören, sich einfach gehen zu lassen, die Augen zu schließen, das Türchen öffnen. Es ist alles drin, jede Antwort auf jede Frage in jedem Menschen, wenn man bei sich selbst ankommt. Ich danke dir sehr. Ich will dem auch gar nichts weiter hinzufügen. Liebe Zuschauer, ich verkneife mir jeden abschließenden Kommentar. Das, was Isabella gesagt hat, ist in verdichteter Form das, was ich jedem nur ans Herz legen kann, in Umbruchphasen des Lebens oder bevor die Reise in das sogenannte Berufsleben, was besser ein Berufungsleben sein sollte, tatsächlich losgeht. Alles Gute und Liebe und bis zum nächsten Mal.